Ab August sollen alle AstraZeneca-Lieferungen an Drittländer abgegeben werden. Das hat das Bundeskabinett nach Berichten der Zeitung Die Welt beschlossen. Zunächst sollen mindestens 500.000 Impfdosen über die Initiative COVAX verteilt werden. Wie viele wohin gehen, ist vorher nicht festgelegt und wird jeweils anhand der nationalen Versorgungslage bestimmt. Bis Ende des Jahres sollen dann mindestens 30 Millionen Impfdosen der Hersteller AstraZeneca und Johnson & Johnson unentgeltlich, insbesondere an Entwicklungsländer, gehen.